Hey Mama, ich bin wieder zu Hause. Boah, dieser Tag war so schrecklich, ne? Alle nur mit Valentinstag beschäftigt, sogar in der Kita. Das war sowas von ätzend, sage ich dir. Hey Mama, was wird das? Ach, hallo Julian. Komm mal her, lass dich doch mal ein bisschen knuddeln. Nein, nein, knuddeln. Nein, davon hatte ich heute schon heute genug. Ist doch Valentinstag. Nein, ich möchte nicht. Komm schon. Oh, Mama, lass es, lass es. Der Ashley hat heute auch schon den ganzen Tag versucht, mich zu umarmen und Ach, zu Julian, küssen. Das will ich nicht. Ach, schade. Aber Julian, heute ist doch Valentinstag, da geht's doch um Liebe und um Zuneigung und ich hab dich ganz, ganz doll lieb. Ja, ich dich auch, aber aus der Entfernung. Immer aus der Entfernung, immer mit einem Sicherheitsabstand, Mama. Hey, Papa, alles klar, du bist ja schon zu Hause, ich geh nach oben. Aber Julian, Julian, mein Junge, du musst ganz kurz hierbleiben, es geht um was richtig Wichtiges. Oh, okay, du klingst ja super ernst. Was ist denn los, Papa? Ich hab wirklich nichts gemacht diesmal, also ich weiß zwar nicht was, aber ich war's nicht. Also ich weiß nicht, wie ich dir das erzählen soll. Es ist wirklich ja, eine super wichtige Sache. Und das dauert schon ganz lange, aber ich trau mich jetzt. Julian, mein Sohn, ich liebe dich. Und deswegen will ich dich umarmen. Und gerade an so einem Tag wie heute. Lass mich los! Papa, nein, auch bei dir ist ein Sicherheitsabstand. Und der ist sogar größer als bei Mama. Ich will dich nicht umarmen, nicht jetzt. Och Mann, warum sind denn alle heute so komisch drauf? Ich sag's jetzt, ihr seid doch alle total verrückt. Das ist einmal Valentinstag und jetzt liebt ihr euch, aber sonst nicht. Oh, wobei, an den anderen Tagen bitte auch nicht. Ich möchte niemanden umarmen. Hey Emma, na, alles klar. Hey Julian! Bitte nicht knutschen oder umarmen. Auf gar keinen Fall. Bitte, bitte, davon hatte ich heute schon genug. Hä? Warum sollte ich dich denn abknutschen und umarmen? Du hast bestimmt voll die Bazillen. Also, normalerweise würde ich nach so einem Kommentar ausflippen. Aber nicht heute. Ich muss mich irgendwie ablenken. Am besten mit ein paar Minecraft-Videos. So, was schaue ich mir dann an? Ich glaube, das hier. Werbung. Oh nein, auch Valentinstag-Werbung. Och nö. Sag mal, gibt's irgendwas, was nicht mit Valentinstag heute zu tun hat? Überall nur Herzen und Geschenke. Wobei, gegen Geschenke habe ich nichts, aber ich habe auch kein Geschenk bekommen. Und ich habe auch keinen Liebesbrief oder so bekommen. Das fand ich voll doof. Und deswegen hasse ich den Valentinstag. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich mache. Hanna, wollen wir vielleicht raus ein bisschen spielen? Oh, Dave, die Überraschung ist dir echt gelungen. Danke. Ja, ich dachte mir so, ne, das, was ich im Klassenzimmer heute gesehen habe, dachte ich mir, komm, ich kauf dir auch ein paar Rosen oder so. Also, mir gefallen die Blumen echt richtig gut, Dave. Super süß von dir. Und ich hoffe, dir hat mein Brief, den ich dir nach der Schule gegeben habe, auch gut gefallen. Oh, ihr seid doch alle total verrückt. Überall Blumen und Briefe und Herzchen. Aber von Dave habe ich auch nichts anderes erwartet. Aber, oh Mann. Julian, was hast du denn jetzt? Das ist doch voll süß von Dave. Nee, ich finde sowas gar nicht süß. An den anderen Tagen macht er das aber nie, oder? Oder? Hm, Dave? Hm? Also, Julian, das muss doch, Hanna, normalerweise bringe ich dir doch auch Geschenke. Wobei, wo er es gerade sagt, Julian, sei ruhig. Weißt du was, Hanna, du warst meine letzte Hoffnung, aber ich hab's auch nicht ganz ehrlich nicht anders erwartet, aber vielleicht noch ein bisschen. Auch ich hasse Valentinstag. Ach Mensch, ich glaube, Julian, der ist nur so schlecht drauf, weil er heute nichts bekommen hat. Der Arme. Oh, Valentinstag hier, Valentinstag da und dann Umarmung hier, Küsschen da. Ich hasse diesen Tag. Hey, mein Spätzchen. Papa und ich wollen heute gemeinsam essen gehen zum Valentinstag. Ihr seid heute allein zu Hause. Oh, das ist ja klasse. Super, Mama. Ihr geht jetzt alleine essen. Und wir, was essen wir zu Hause? Wahrscheinlich wieder Toastbrot und sowas. Also ihr kümmert euch ja super um eure Kinder. Das muss ich ehrlich mal sagen. Also tut mir leid. Julian, das lasse ich mir aber nicht unterstellen. Ist doch so. Ich habe das ganze Essen für euch schon vorbereitet. Pommes und Fischstäbchen, Salat. Ihr dürft ein bisschen Brause trinken. Das kommt doch nicht oft vor, dass Papa und ich mal ausgehen. Aber genau heute, wo alle wieder ausgehen müssen. Also ich finde das nicht so toll, Mama. Also ich hätte gedacht, du bist ein bisschen anders und schwimmst nicht bei allem mit und ja, ich bleib zu Hause. Mama, weißt du was? Lass mich einfach in Ruhe. Ach, ihr könnt ja gehen, ich will auch nichts essen heute, gar nicht. Was ist denn jetzt mit dir? Naja, dann spiel du mal beleidigte Leberwurst. Ich werde mir einen schönen Abend machen mit Papa. Ich weiß ganz genau, warum Julian so schlecht drauf ist. Ich habe einen guten Plan. Hanna? Hanna? Ich habe eine ganz, ganz tolle Idee. Muss ich dir unbedingt von erzählen? Hanna! Du, Emma, gerade passt es uns eigentlich nicht so gut. Mhm. Es ist Valentinstag und da wollten wir eigentlich alleine sein. Doch nicht jetzt, Mann. Ich habe einen wichtigen Plan umzusetzen. Oh, Emma, was ist denn? Hanna, wir müssen unbedingt für Julian einen Liebesbrief schreiben. Der ist ganz schlecht drauf. Ein Liebesbrief für Julian? Ja, darüber wird er sich riesig freuen. Ach, komm schon, Hanna. Du kannst doch wieder so einen Liebesbrief schreiben wie für Dave. Nur eben an Julian. Hm, okay. Ja, da mache ich mit. Gute Idee. Hier legen wir den hin. Aber Emma, psst, auf gar keinen Fall verraten, dass wir das waren. Okay. Oh Mann, das wird total witzig. Oh, der wird sich so freuen. Der wird richtig große Augen machen und dann ist er wieder gut drauf. Ja, cooler Valentinstag. Einfach mal hier die ganze Zeit alleine im Zimmer chillen. Hm, super, danke, Hanna. Also Mittagsschlaf ist manchmal gar nicht so schlecht. Oh toll, jetzt fällt es mir wieder ein. Ist ja wieder Valentinstag. Oh, super. Ich gehe jetzt nach unten, guck ein bisschen Fernsehen. Mama und Papa sind bestimmt schon weg.
Hä, was ist das denn? Lag das eben auch schon da? Oh nee, was, oh nee, bitte, ist das die Einkaufsliste von Mama? Hä, was steht denn da? Ich kann das nicht lesen. Ich sehe nur ein I wie bei Julian und ich kann das nicht, was steht? Da sind Herzchen. Ist das ein Liebesbrief? Oh Mann, ich habe einen Liebesbrief bekommen. Das ist ja super. Hanna, Emma, kommt mal kurz. Ich will euch was zeigen. Hanna, Emma, kommt doch mal in mein Zimmer, bitte. Ich glaube, er hat seinen Liebesbrief schon gefunden. Das glaube ich auch. Julian, was ist denn los? Also, es ist was total Verrücktes passiert. Habt ihr irgendjemanden hier gesehen? Also, was irgendein hast Mädchen du denn oder da? So? Weil ich glaube, ich habe einen Liebesbrief bekommen. Das gibt's doch Liebesbrief? Nicht. Ja, ja. Du? Ihr bestimmt nicht, oder? Also, von Dave hast du bestimmt nicht einen Liebesbrief bekommen, oder? Oder Emma, du? Und du hast ja gar keinen Freund oder so, ne? Oh Mann, ist das klasse. Zeig doch mal her. Oh, Emma, du kannst doch sowieso nicht lesen. Das ist doch egal. Das ist ein schöner Brief. Aber lesen darfst du den nicht. Der ist nur für mich. Du brauchst deinen eigenen Liebesbrief. Tut mir leid. Was steht denn da, Julian? Obwohl, doch, du musst das lesen. Was steht denn ich da? Ich liebe dich, mein Pupsi-Pups. Mein Pupsi-Pups? Wer nennt mich denn bitte so? Oh, Mann. Also, ich weiß zwar nicht, wer mich so nennt, passt aber... Passt irgendwie zu dir. Ja, okay, vielleicht ein bisschen. Oh, ich habe einen Liebesbrief und ihr nicht. Haha, ihr habt keinen Liebesbrief. Ja, Julian, ist ja gut, wir haben es verstanden. Und Emma, du sowieso nicht. Oh Mann. Und weißt du was, Julian, dieser Brief ist von uns und du hast ihn gar nicht verdient. Ich wünsche dir jetzt so einen schönen Brief. Dir würde nie ein Mädchen was schreiben, außer eine, die auf dem Mond wohnt. Ach, Emma, du solltest das doch nicht sagen. Komm, lauf, jetzt gibt's Ärger. Wie jetzt, wirklich? Hilfe! Oh Mann, klasse. Emma, komm schon, lauf. Lass es nicht mehr kann. Oh, klasse, super. Da habe ich den Liebesbrief von meinen Schwestern bekommen, aber das ist doch gar kein Liebesbrief. Oh Mann, ich hasse den Valentinstag. Mein Pupsi-Pups. Aber irgendwie ein witziger Name. Wen könnte ich denn so nennen? Vielleicht nennt ja Mama Papa so, weil der pupst immer so viel. Oh Mann, ich finde das so blöd. Ich habe mich eigentlich mit Pia verabredet und wir wollten den ganzen Nachmittag Gruselfilme gucken. Und jetzt sitzt sie da unten und guckt so einen blöden Prinzessinnenfilm mit meiner Familie. Das kann doch echt nicht sein. Hallo, Pia, kommst du jetzt mal hoch? Oh Mann, ist das schön. Das Mädchen ist jetzt eine richtige Prinzessin. Und dieses Kleid, einfach nur traumhaft. Oh, Kinder, könnt ihr bitte aufhören, so sentimental zu sein? Da werde ich auch ganz sentimental. Aber Frau Vogel, schauen Sie doch mal. Sie hat sich in den Prinzen verliebt und der Prinz in sie. Also was Schöneres kann es doch echt nicht geben. Seid ihr etwa alle am Heulen? Julian, du auch? Was? Nein. Ich habe nur eine Allergie gegen die ganzen Mädels hier. Ich finde den Film gar nicht schön. Oh nein. Oh Pia, wir wollten eigentlich zusammen was gucken und jetzt guckst du diesen Prinzessinnenfilm. Der ist so schmierig. Anna, ich weiß, du magst solche Filme nicht, aber ich finde den einfach total schön. Ich komme dann danach nach oben, okay? Oh, so eine unrealistische Liebesgeschichte. Ein Prinz verliebt sich in ein ganz normales Mädchen. Kann doch gar nicht sein. Naja, ich schau oben was alleine. Habt ihr Pech gehabt. Boah, wie Pia mich aufregt. Eigentlich wollten wir richtig schöne Gruselfilme gucken und jetzt sitzt sie die ganze Zeit da unten und guckt einen Prinzessinnenfilm. Als ob es sich Besseres geben würde. Oh, hat mir da jemand geschrieben? Ich muss erst mal gucken. Oh nee, schon wieder eine unbekannte Nummer. Wer ist das? Will mich da wieder jemand pranken? Hallo, ist dort die Dame des Hauses Vogel? Hallo, ich bin Hanna Vogel. Ich bin nicht Mama. Mama Vogel? Die ist, glaube ich, die Dame des Hauses. Und die Person sieht uns. Meinen Sie meine Mutter? Und wer sind Sie? Dann schreibe ich auch mal Sie. Sonst hätte ich geschrieben, wer bist du? Kommt da was? Mann, bin ich gespannt, wer das ist. Nein, ich meine Sie, vorzügliche Dame. Vorzügliche Dame? So hat mich ja noch nie jemand genannt. Mich? Ich bin schon lange auf der Suche nach Ihnen. Wer ist denn da? Also das will ich jetzt echt wissen. Wer ist denn da auf der Suche nach mir und nennt mich vorzügliche Dame? Endlich habe ich Sie gefunden. Es ist doch bestimmt wieder wirklich ein Prank. Aber wer prankt mich? Julian sitzt unten, der kann es nicht sein. Ist das wieder ein Prank? Vielleicht wieder von Nils Schnösel oder so. Oh, ich bitte um Verzeihung. Sehr höflich. Ja? Woher haben Sie meine Nummer und wer sind Sie?
Das will ich jetzt endlich wissen. Ich bin Leo von Fantahausen. Leo von Fantahausen, das habe ich ja noch nie gehört. Und ein lächelnder Emoji. Okay, wer ist denn dieser Leo? Fantahausen. Schon sehr komisch. Ich gehe ebenfalls auf das Gymnasium, welches Sie besuchen. Ach, das ist einer von unserer Schule? Kenne ich nicht, Leon von Fantahausen. Ich bin in der 6. Klasse. Okay, eine Klasse über mir. Also, habe ich aber echt noch nie von gehört. Und auf meiner Schule, okay? Und was soll das mit diesem Fantahausen? Darf ich du sagen? Na klar, wenn das ein Sechsklässler ist, warum sollte der mich siezen? Mach doch, nenn mich doch du. Dann nenne ich dich aber auch du. Schön. Wer ist denn dieser Leon aus der 6.? Leo, Leo aus der 6. Schön hat er geschrieben. Und jetzt schreibt er noch irgendwas. Ich habe dich schon so oft gesehen. Wenn ich wüsste, wie der aussieht, dann hätte ich den vielleicht auch schon gesehen. Vielleicht bei einer Pause oder so. Aber sag mir gar nichts. Leo von Fantahausen. Ja, wo denn? Also, vielleicht erinnere ich mich ja an eine Situation, wo ich ihn gesehen habe. Ich habe mich jedes Mal etwas mehr in dich verliebt. Kurz zu meiner Person. Verliebt? Der ist in mich verliebt? Ich bin ein Prinz? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Prinzen an unserer Schule haben. Also ich kenne den gar nicht. Meine Familie besitzt ein Getränk. Ein Getränk? Fanta. Fantahausen. Wahrscheinlich besitzen die Fanta. Vielleicht kommst du drauf. Fanta finde ich auf jeden Fall ziemlich lecker. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Sorten. Also Orange, Zitrone und noch ein paar andere. Nicht schlecht, so jemanden zu kennen. So sieht's aus. Ja, tatsächlich. Boah, Fantahausen. Finde ich gut. Deiner Familie gehört also wirklich Fanta? Ist ja echt cool. Muss ich mir echt mal gleich schreiben. Interessant, dieser Leo. Aber ein Prinz? Ich kontaktiere dich, weil ich auf der Suche bin nach einer Prinzessin. Prinzessin? Habe ich eigentlich nichts mit am Hut. Also ich bin keine Prinzessin. Ich kenne auch keine. Tessa, die denkt manchmal, sie wäre eine Prinzessin. Oder Emma, aber nee, ich kenne keine richtige Prinzessin. Das ist aber toll, dass du eine suchst, habe ich jetzt mal geschrieben. Ist ja auch in Ordnung, wenn der Prinz ein Prinz ist, dann soll er ja auch eine Prinzessin suchen. Aber was habe ich damit zu tun? Und er hat ja auch irgendwie gesagt, er hätte sich in mich verliebt. Also irgendwie sehr, sehr komisch alles. Ich frage mich, warum der mich angeschrieben hat. Ich bin doch einfach nur ein ganz normales Mädchen, die Hanna Vogel. Du sollst meine Prinzessin werden? Okay, aber das funktioniert doch gar nicht. Ich bin doch nicht adelig, ich heiße doch nicht von Vogel. Du hast das Zeug dazu. Ja, hab ich schon, aber ich weiß gar nicht, wie der das meint. Ich schreib mal, findest du? Ach nee, jetzt hat er schon wieder was geschrieben. Du würdest in einem Palast wohnen. Boah, wie cool wäre das denn? Ich würde super gerne in einem Palast wohnen. Wow, richtig cool. Und wie könnte ich denn dann eine Prinzessin sein? Das würde mich mal interessieren. Meinst du wirklich, ich könnte eine Prinzessin werden? Dir würden 5 Badezimmer zur Verfügung stehen und sogar ein eigener Koch? Wie cool! Aber natürlich. Meinst du wirklich, ich könnte eine Prinzessin? Meine Familie weiß auch schon Bescheid. Okay, der will also wirklich, dass ich eine Prinzessin werde? Aber ich bin doch noch viel zu jung. Also der König weiß schon Bescheid?
Würde ich etwa auch eine Prinzessin, eine Kutsche oder so bekommen? Oder eine Krone? Oh, es gibt so viele Fragen, die ich habe. 5 Badezimmer und ein eigener Koch und vielleicht auch eine Krone oder ein Diadem. Oh Mann, das wäre echt ziemlich cool, wenn ich eine Prinzessin wäre. Mann, habe ich ein Glück, dass mich ein Prinz angeschrieben hat. Du bist ja amüsant, aber selbstverständlich. Du bist eine Prinzessin, du musst das tragen. Wie cool. Ich darf eine Krone und ein Diadem tragen. Es wird mir, glaube ich, richtig gut stehen. Ich glaube, das ist auch ein Traum von jedem. Naja, ich habe eben noch gesagt, dass ich Prinzessinnenfilme blöd finde, aber eine richtige Prinzessin in einem richtigen Schloss und mit einer Krone? Aber wie soll das gehen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Wie wird man denn eine Prinzessin? Ich dachte, da wird man reingeboren. Indem du mich heiratest? Ach du Schreck. Also, naja, ich habe es mir ja schon fast gedacht, aber wir sind doch noch viel zu jung. Heiraten kann ich doch jetzt nicht diesen Leo. Ich meine, wir sind doch erst, also ich in der 5. und er in der 6. Klasse. Also heiraten, da bin ich noch nicht bereit zu. Möchtest du, Hanna Vogel, meine Ehefrau werden? Also, nein. Ich gehe noch zur Schule, ich will jetzt nicht heiraten und ich kenne diesen Leo noch gar nicht. Wir sind doch noch Kinder. Also auf keinen Fall werde ich jetzt heiraten. Aber du wärst eine Prinzessin. Das ist mir egal. Also naja gut, ganz egal ist es mir nicht, aber ich kann ja trotzdem nicht jetzt heiraten. Oh Gott, ein Prinz hat mir geschrieben und der ist auch noch auf unserer Schule. Warum ist mir das eigentlich bisher nicht aufgefallen? Naja, heiraten will ich ihn aber noch nicht. Oh Mann, das ist so aufregend. Ich werde sofort Pia erzählen. Pia! Oh Hanna, du glaubst überhaupt nicht, wie toll dieser Film war. Ich wünschte, ich wäre auch eine richtige Prinzessin. Psst. Pia, also ich muss dir was erzählen. Ich werde vielleicht eine richtige Prinzessin. Wie, was? Wovon redest du? Hier, lies doch. Tatsache. Ein Prinz bei uns auf unserer Schule. Ich habe mal davon gehört, aber ich dachte, das sei alles gelogen. Also, der nimmt das, glaube ich, ziemlich ernst. Und weißt du was, Pia? Der heißt Fantahausen mit Nachnamen. Das ist die Familie von Fanta. Ist das nicht cool? Also, ich könnte mir das schon vorstellen, eine Prinzessin zu werden. Schreib ihm doch mal weiter. Ich will dabei sein. Wie ist es denn dann als Prinzessin? Was kriegst du dann? Ein eigenes Schloss? Auf jeden Fall kriege ich ein eigenes Diadem oder eine Krone, hat er schon geschrieben. Okay, ich schreib ihm mal. Wie meintest du das eigentlich? Mit dem Heiraten, weil der kann ja nicht wirklich meinen, dass wir jetzt heiraten. Also, wir sind ja, also ich in der 5., er in der 6. Klasse. Das würde mich auch mal interessieren. Wir gehen doch noch beide zur Schule. Mhm. Und warum geht er eigentlich auf unsere Schule? Warum geht er nicht auf so eine Prinzenschule oder so? Habe ich mich auch schon gefragt. Jetzt schreibt er wieder. Bin mal echt gespannt, was da jetzt kommt. Also mit diesem Heiraten, das fand ich schon irgendwie komisch. Der hat mich schon gefragt. Hanna Vogel, willst du mich heiraten? Seltsam, aber du kennst ihn doch gar nicht. Also er kennt mich, aber er ist in mich verliebt. Aber aha. Meine Liebe, natürlich, wenn wir unsere Schulausbildung beendet haben. Also erst später. Oh, also erst später? Ja, wann denn? Okay, das ist doch nicht schlecht. Mann, der hat ja schon euer ganzes Leben durchgeplant. Also, das ist natürlich was anderes. Ich dachte schon, der will mich jetzt direkt nächste Woche heiraten oder so. Du bist viel zu jung, um zu heiraten. Und was würden deine Eltern sagen? Ja, ganz genau. Außerdem kennen wir uns doch noch gar nicht. Stimmt. Ich glaube, wenn man heiratet, dann sollte man sich auf jeden Fall kennen. Ich finde, er sollte mir mal ein Bild schicken, oder? Was hältst du davon? Ja, auf jeden Fall. Schickst du mir mal ein Bild? Damit ich wenigstens weiß, wer das ist. Vielleicht habe ich den ja auch schon mal gesehen. Vielleicht kenne ich ihn sogar auch. Also, ich habe wirklich, also Leo heißt der, Leo von Fantahausen. Ich habe irgendwie noch nie von dem Leo? Gehört. Kenne ich nicht.
Ich hoffe, jetzt kommt ein Bild. Hm, kommt wo was? Und, oh. Das geht leider nicht. Ein Prinz darf seine Bilder nicht schicken. Sind beim Königshaus geschützt. Tut mir leid. Was? Ach, so ist das, ja. Naja, ist halt so, ne? Oh Mann, das ist aber streng. Wusste ich auch noch nicht, aber ja, ist halt so, wenn man ein Prinz ist, ne? Ja, dann ist er vielleicht auch berühmt und sonst sind deine Fotos in der Zeitung drin oder so. Dann kriegt er Ärger. Hm. Hätte ich als Prinzessin eigentlich auch eine eigene Kutsche? Ja, das interessiert mich schon die ganze Zeit. Also nach dem Diadem und Krone habe ich schon gefragt. Und 5 Bäder. Und ein eigener Koch. Aber eine Kutsche wäre auch nicht schlecht. Hm. Oder ein Chauffeur mit einer Limousine. Vielleicht kann ich den ja mal kennenlernen nach den Ferien. Also, dass wir uns einfach an der Schule mal treffen. Wäre nicht schlecht. Ich will auf jeden Fall dabei sein. Oder zumindest einen guten Blick haben auf euch. Muss ja das Date beobachten. Naja, Date, wir müssen uns erstmal kennenlernen. Dave? Nein, nicht Dave. Date! Ich habe verstanden, Dave. Ach so. Ich habe ihm jetzt vorgeschlagen, dass wir uns einfach nach den Ferien mal in der Schule treffen. Oh, das ist ja ein richtiges Blind Date dann. Also für dich, nicht für ihn. Also er kennt mich. Ja. Vielleicht wissen alle anderen gar nicht, dass er ein Prinz ist und er hat es nur dir gesagt. Aber natürlich hättest du eine private Kutsche. Wie cool. Darf ich denn damit auch mal fahren? Auf jeden Fall, Pia. Oh, wie cool, eine private Kutsche. Das ist so toll. Und Emma wird mich erstmal beneiden. Ja, und dann hast du auch diese Prinzessinnenkleider und so an. Das ist total. Ich verabschiede mich jetzt mal von ihm. Also er hat geschrieben, ja, das machen wir mit diesem Treffen in der Schule. Mach's gut, Leo. Mein heimlicher Verehrer. Oh Mann. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich auch nicht. Und wie komisch, ich habe gerade noch den Film gesehen und jetzt wirst du eine richtige Prinzessin. Oh, er hat mir noch Kuss-Smilies geschickt. Woo! Oh Mann, Hannah als Prinzessin. Hannah von Fantahausen. Daran kann ich mich glatt gewöhnen. Und ich kann so viel Fanta trinken, wie ich will. Aber Hannah, ich hoffe, wir sind dann trotzdem noch befreundet. Also vergiss mich nicht als Prinzessin. Ich könnte ja vielleicht deine Beraterin werden oder die dich immer ankleidet mit den komplizierten Kleidern. Ach, habe ich doch schon gesagt. Du kannst auch in meiner Kutsche mitfahren. Weißt du was, Pia? Jetzt habe ich richtig Lust auf den Prinzessinnenfilm. Lass uns weitergucken. Oh, also, wer hat hier gerade mit Zwiebeln und so? Also, warum? Ich habe Tränen in meinen Augen, aber das ist immer noch die Allergie, oder? Zwiebeln, Mama. Oh, wenn ich mir das jetzt alles so ansehe, so könnte später mein Leben sein. Echt toll. Hey, guten Morgen. Na, hey, alles morgen, gut? Morgen, Julian. Ich warte schon auf dich. Wie, du wartest schon auf mich? Hast du etwa ein Geschenk für mich oder nein, so? Nein, guck oh mal. Oh Mann, ich wünsche mir also so, nein, so einen Julian, Ballon. Guck ja, okay. Mal im Bällebad. Wir haben wieder ein neues Kind hier bei uns in der Kita. Wie? Ja, wir leben in einer riesengroßen Luxusvilla. Ja, die ist wirklich sehr, sehr toll. Wow, in einer Luxusvilla? Wie groß ist denn dein Zimmer? Mein Zimmer? Ich habe gleich mehrere Zimmer. Sarah, muss ich mich jetzt vorstellen? Ja, klar. Okay. Ja, hey, hi, ich bin Julian. Also ich geh auch hier in die Kita. Und wer bist du? Hey Julian, ich bin Maria. Mal schauen, ob die wenigstens ein nettes Kita-Kind ist. Also Fieslinge oder so brauchen wir hier nicht. Na, ich bringe jetzt erstmal meine Tasche weg. So, Tasche hier. Wer ist das? Was ist das da in der Ecke? Ist das etwa? Nein, oder? Das ist ja Brigitte und die scheint eingeschlafen zu sein. Oh Mann, soll ich sie wecken oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich werde mich jetzt nach unten schleichen und dann können wir den ganzen Tag machen, was wir wollen, ohne Erzieherin. Oh, das wird der beste Tag meines Lebens. Oder der zweitbeste nach meinem Geburtstag. Was fange ich denn mit diesem freien Tag so an? Ich glaube, ich gehe als erstes direkt in die Turnhalle. Hey Julian, willst du nicht mit uns ins Bällebad kommen? Nö, danke. Ich habe jetzt was anderes vor und außerdem ist mir das viel zu voll im Bällebad. Also wenn, dann nur alleine oder zu zweit, aber so nicht. Und dann schnappe ich mir noch hier den Basketball und dann kann ich wieder ein bisschen Basketball spielen. Hey Julian, sag mal, willst du nicht mit mir spielen vielleicht? Also ich bin hier jetzt in der Spielküche und ich wollte einen Tee machen. Willst du auch einen Tee? Also keinen echten. Nö, danke Steve. Also heute nicht. Also ich weiß, dein Tee ist immer sehr, 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 sehr lecker, aber also den Tee gibt's ja nicht wirklich. Aber danke, nein, ich gehe Basketball spielen. Ob ich wohl einen 3-Punkte-Wurf schaffe? Oh Mann, das ist schon ziemlich weit. Oh, klasse, aber bin ich denn über die Linie getreten? Oh, ich weiß es gar nicht. Hä? Hier hat jemand was in der Turnhalle vergessen. Ist das ein Apfel? Und irgendein Zettel? Oh Mann, wenn ich nur richtig lesen... Wobei, warte mal. Da steht doch
Julian, also meinen Namen, den kann ich lesen. Was steht denn da oben? Also, das glaube ich ein... keine Ahnung. Also, auf jeden Fall für mich, glaube ich. Wer hat das denn hier hingelegt? Also, nicht, dass ich was gegen einen Apfel hätte oder so. Den nehme ich jetzt gerne, aber warum denn? Und dann in der Turnhalle? War das wohl Sarah? Nee, kann gar nicht sein. Also, die hat mir noch nie einen Apfel geschenkt. Aber okay, es gibt für alles ein erstes Mal. Oder war es doch Ashley? Weil die sagt ja mal, oh Julian, du bist so süß. Und ich sag immer, nein, jetzt nicht. Und vielleicht ist das so eine neue Masche von ihr. Kann ja sein. Oh Mann, ich hoffe nicht. Oder vielleicht war es... Nein, oder? Es kann doch nicht Maria gewesen sein. Also die Neue hier. Hm, also wenn, dann scheint sie ja ziemlich nett zu sein. Naja, egal. Schwamm drüber. Also ich hab einen Apfel und das reicht mir. Der wird mir bestimmt tierisch schmecken. Hm, richtig lecker. Hm, frisch. Wow, sag mal, Julian, wo hast du denn diesen Apfel her? Der sieht ja super lecker aus. Ist das ein echter Apfel? Julian, sag so, wo hast du denn her? Wir haben doch noch gar keine Frühstückspause gehabt. Ja, ich weiß, dass wir noch nicht gefrühstückt haben und das werden wir wahrscheinlich... Das ist ein anderes Thema. Ich sag dir nicht, woher ich den hab. Oh, ich muss schnell diesen Zettel verstecken, bevor jetzt Steve neugierig wird und den findet und... Wobei, kann er denn schon lesen? Hey, warte. Was hast du da? Ist das ein Zettel oder ein Brief? Was? Ich hab dich nicht ganz verstanden. Ist doch auch egal, Steve. Sollen wir nicht Basketball spielen jetzt einfach? Ja, dann gib mir jetzt noch den Ball. Die ganze Zeit hast du schon den Ball. Ja, ich will mit dir spielen, aber du gibst mir ja nicht den Ball. Hey, hallo. Sag mal, willst du auch mit spielen? Wir spielen Basketball. Also, Julian alleine. Ich sehe schon, dass ihr Basketball spielt. Nein, danke. Ich will nicht mitspielen. Oh, Julian, wo willst du denn jetzt hin? Ich dachte, wir spielen jetzt. Ich muss einmal kurz auf Toilette. Nur ganz, ganz kurz. Also gut, dann mache ich jetzt die ganze Zeit Punkte und die zählen. Oh, da habe ich einmal den Ball und direkt muss du gehen. Egal, dann mache ich die ganze Zeit hier Punkte, ist mir egal. Oh, Jackpot, es ist nicht besetzt. Oh, was ist denn hier hinter der Wand? Hä? Hä, da steht ja schon wieder mein Name drauf und diesmal mit einem Herzchen. Und was sind das? Sind das Kekse? Oh, klasse, Kekse mit Füllung. Also die nehme ich mir direkt mal mit. Sind ja für mich anscheinend. Ja, dann mache ich es mir hier einfach gemütlich. Vielleicht, ja, ein Keks, das geht doch, oder? Was ist das denn bitte für eine Tüte? Das ist doch nicht für Kinder gemacht. Also, tut mir leid, das geht ja nur mit einer Schere. Julian, was machst du denn da? Ey, ich bin auf Klo, hallo, das ist Privatsphäre. Ja, aber du isst doch Kekse oder so, das fehlt doch genau. Hört mal alle, Julian ist total eklig, der isst auf Toilette. Oh, klasse, jetzt wissen das alle. Oh Mann, jetzt muss ich die Kekse nach oben tragen. Aber ich glaube, Sarah war es nicht, weil wenn sie mir die Kekse jetzt geschenkt hätte, dann hätte sie nicht so reagiert. Erst der Apfel, jetzt die Kekse und dann noch das Herzchen. Wer schenkt mir hier nur was? Puh, zum Glück, die Schlafmütze ist immer noch da. Ich bewege mich ganz, ganz vorsichtig und leise, sodass sie nicht wach... Oh, hä? Was ist? Ein Donut und wieder mein Name und diesmal in einem Herz. Oh Mann! Oh, ein Schokodonut, klasse. Aber oh, das macht mich jetzt noch... Jetzt bin ich richtig neugierig. Wer schenkt mir denn hier die ganze Zeit was? War das wohl etwa Brigitte? Nein, die ist die ganze Zeit hier am Schlaf. Das kann gar nicht sein, so wie die schnarcht. Ich muss das unbedingt rausfinden. Also, wer ist denn hier so ein bisschen auffällig? Ich beobachte das mal von hier oben. Hier sieht mich ja keiner, aber alle machen ihre Sachen. Also irgendwie ist das schon komisch. Also, Sarah und Ashley sind immer noch im Bällebad. Also ich glaube nicht, dass die es sind. Aber die neue Maria, die steht hinter der Wand und das sieht so aus, als ob sie irgendjemanden sucht und beobachtet, so wie ich. Also... Nein, ne? Naja, gut, okay, ein bisschen verstehe ich schon, wenn es so sein sollte, weil ich bin ja ein ziemlich cooler Typ und ich bin auch ziemlich süß. Meine Haare stehen heute mal wieder super, also verstehen würde ich es, aber irgendwie trotzdem. Ich kann ja mal versuchen, mit ihr zu sprechen und vielleicht kriege ich das ja so aus ihr raus. Hey, du Maria, na, was machst du so? Hey! Sag mal, willst du vielleicht mit uns Basketball spielen oder so? Oh, gerne! Oh, endlich hat mich Julian gefragt, ob ich mitspielen will. Wenn er mich eben gefragt hätte, hätte ich auch schon mitgespielt. Aber mit diesem Steve wollte ich nicht spielen. Also, weißt du denn, wie man Basketball spielt? Oder muss ich dir Regeln erklären? Oder dass du den Ball nur mit den Händen berühren darfst? Nein, ich weiß schon. Steve, sorry, ich brauche den Ball wieder. Ey, sag mal, Julian, jetzt nicht. Also, ich habe schon, glaube ich, 1000 Punkte mehr als du. Also, gib mir den Ball jetzt schon wieder, los. Oh, siehst du schon wieder 2 Punkte? Ja, aber trotzdem, ich habe ganz viele Körbe eben gemacht. Hast du gesehen, wie das geht? Maria, möchtest du jetzt auch mal? Ich guck, glaube ich, lieber dir zu. Ich finde, du kannst das echt gut, Julian. Du bist ein echt guter Basketballspieler, ja, Julian. Findest du jetzt wirklich, also was findest du denn so gut? Oh, ich glaube wirklich, die Geschenke sind von ihr. Also so jetzt mit dem Kompliment und so, doch, ich glaube schon. Julian, vielleicht können wir jetzt mal häufiger zusammen spielen. Ja, klar, gerne, wenn du möchtest. Ja, gerne.
Und sag schon, und wie war's, wie war's? Konntest du das Vertrauen von dem kleinen Julian gewinnen, hä? Wie ist es gelaufen, los? Ja, also, der Trick mit den Süßigkeiten hat echt gut funktioniert. Ich glaube, ich konnte ihn echt für mich gewinnen. Ich habe jetzt sein volles Vertrauen. Du, Erik, also, ich verstehe zwar nicht, warum wir hier sind, aber ja, Claudia, also Tante Claudia und meine Cousine Hanna, die sind wohl heute hier. Meine Mutter hat mit denen telefoniert, aber ja, wir gehen eigentlich nicht mehr in dieses Einkaufszentrum hier, weil die Sachen hier, weißt du, sind ziemlich billig. Ach, Nils, es geht mir doch hier nicht um die Klamotten, es geht mir einzig und allein nur um Hanna. Also ganz ehrlich, Erik, ich verstehe nicht, was du an meiner Cousine so toll findest. Also die ganze Familie, die kann mir ehrlich gesagt irgendwie auch gestohlen bleiben. Ist zwar meine Familie, aber naja, ich weiß ja nicht. Nils, dafür interessiere ich mich jetzt gar nicht. Ich möchte einfach nur Hanna sehen. Ich hoffe, das stimmt. Ich hoffe, wir finden sie heute hier. Oh Mann, du, wir brauchen sie gar nicht suchen. Guck doch, da sind sie schon. Du Mama, kann ich gleich auch noch mal in den Spielzeugladen? Klar, aber lass uns doch erst zu den Klamotten gehen. Nils, was machst du denn da? Komm hier hinter das Regal, die dürfen uns doch nicht sehen. Ach ja, ist ja gut, Mensch. Ja, was ist das nur für ein Einkaufszentrum hier? Nils, schau nur, wie hübsch sie ist. Ganz ehrlich, Erik, ich verstehe nicht, was das hier soll. Hanna, hast du die Taschen gesehen? Die sind alle aus der neuen Kollektion. Echt schick. Ja, die da vorne gefällt mir gut. Erik, weißt du was? Das war's für mich. Ich werde doch hier nicht meine glorreiche Zeit hier in einem Einkaufszentrum verbringen, wo es noch nicht mal einen Gucci-Laden gibt und meine Cousine beobachten und meine Tante. Also das wird hier zu viel für mich. Ich gehe irgendwo Gold kaufen. Tschüss. Ach nee, jetzt kannst du nicht mal einen Tag nicht an Gold denken. Ach, sei doch nicht so, bitte. Nee, das wird mir hier zu viel. Die haben hier noch nicht mal Fosswasser. Also tschüss. Also ich bin jetzt hier schon eine halbe Stunde in diesem dreckigen alten Einkaufszentrum und ich fühle mich auch schon irgendwie so ein bisschen dreckig. Und ich spioniere meiner Cousine und meiner Tante nach und als hätte ich nicht Besseres zu tun. Oh Mann, ich bin weg. Ach Hanna, wenn du mich nur sehen könntest, in meinem schönen Anzug, ach, wie hübsch sie nur ist. Hanna, wie findest du denn dieses Kleid hier? Das ist echt richtig sommerlich. Ich finde das total schön. Ja, das ist echt schön, Mama. Ich glaube, das könnte dir gut stehen. Ja? Ich glaube, dann werde ich das mal anprobieren. Wartest du hier? Ach, Mama, ich habe eigentlich keine Lust, hier zu warten. Kann ich nicht in den Spielzeugladen gehen in der Zeit? Okay, dann viel Spaß im Spielzeugladen. Wir treffen uns dann wieder hier. Mal schauen. Hoffentlich haben die auch Pferdefiguren. Sie haben sich aufgeteilt. Wie mache ich das denn nur? Gehe ich Hanna hinterher oder... Wobei, ich glaube, ich sollte mal der Mutter hinterher. Weil wenn ich mich mit ihr anfreunde, dann habe ich leichtes Spiel bei Hanna, auf jeden Fall. Hoffentlich erkennt sie mich nicht, weil ich glaube, sie hat nicht so gute Erinnerungen an mich. Ach super, da muss ich ja gar nicht lange anstehen. Hier ist ja schon eine Kabine frei. Ah, sie ist da hinten. Ich glaube, sie zieht sich um und danach werde ich sie auf jeden Fall mal ansprechen. Ist Gelb wirklich meine Farbe? Ich glaube, das macht mich ein bisschen blass. Also ich finde, dieses Kleid steht Ihnen äußerst gut. Ach danke, das ist wirklich nett von Ihnen. Meinen Sie, ist es die richtige Größe? Also ich kann Ihnen das Kleid auch in einer anderen Größe besorgen, kein Problem. Ach, das wäre super. Also das nenne ich mal Service. Nett, dass sich der junge Herr so um mich kümmert hier in dem Geschäft. Oh nein, überall nur diese hässlichen Klamotten hier. Wo soll ich denn jetzt dieses komische Kleid herfinden? Oh Gott. Und was ist das denn? Das soll eine Tasche sein? Oh Gott, ist die grässlich. Oh, und hier nur dieser komische Rock. Aber das Kleid finde ich einfach nicht. Wo hat sie das denn her? Oh, hier ist ein Kleid, aber das sieht nun gar nicht so aus wie ihres. Na egal, ich bring's trotzdem mal vorbei. Verzeihen Sie, also das Kleid gibt es leider nicht mehr in einer anderen Größe. Dafür habe ich ein anderes gefunden. Das wird Ihnen natürlich auch sehr, sehr schön stehen. Einen Moment bitte. Können Sie mir das hier einfach reinreichen? Ja, natürlich. Das sieht ja vollkommen anders aus. Das ist doch kein sommerliches Kleid. Das ist viel zu festlich. Ein Abendkleid und dann noch in Pink? Aber naja, was soll's. Ich werde es trotzdem mal anprobieren. Vielleicht kann ich es nochmal später gebrauchen für irgendeine Gala oder einen Geburtstag. Also ob das ein Kleid ist, was mir steht, ich weiß ja nicht. Also ich finde, dieses Kleid steht ihm wirklich ausgezeichnet, aber der Reißverschluss ist noch nicht zu. Soll ich Ihnen da helfen? Also wenn Sie so freundlich wären, ich komme da leider nicht dran. Ja, kein Problem, ich helfe doch gerne. Oh, so einen Kescher hätte ich auch irgendwann gerne mal. Damit kann man vielleicht Fische oder Frösche fangen. Aber naja, ich bin schon eine ganze Weile hier im Laden. Hoffentlich ist Mama jetzt mal fertig mit dem Anprobieren. Ich gehe mal rüber. Entschuldigen Sie, ist ja. Denn das Kleid überhaupt noch im Trend? Aber natürlich, das ist die aktuelle Kollektion, die wir hier haben. Selbstverständlich. Ach, da drüben ist ja Mama. Oh, was hat die denn für ein Kleid an? Das ist ja ein ganz anderes als vorhin. Und könnten Sie mir vielleicht auch nochmal den Preis dazu sagen? Ich habe gar kein Schild entdeckt. Ach, Hanna, da bist du ja. Wie gefällt dir denn dieses Kleid hier? Ein bisschen anders als das Gelbe, aber auch sehr schön, oder? Also ich finde es sehr, sehr schön. Sehr schön. Oh Mann, Erik, was machst du denn hier? Lass meine Mama in Ruhe. Erik? Erik Eitel? Ich wusste doch, dass ich den irgendwoher kenne. Oh, bin ich müde. Dabei habe ich doch mindestens 8 Stunden geschlafen. Naja, gleich geht's los für die Kinder in die Schule. Hat's da gerade an der Tür geklingelt?
Hallo, guten Morgen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Morgen, sind Sie Hanna Vogel? Ich habe hier eine Blumenlieferung für Sie. Nein, ich bin Claudia Vogel, aber Hanna ist meine Tochter. Blumen? Was hat Hanna denn jetzt schon wieder angestellt? Oh nein, nicht, dass sie das genau das gleiche macht wie Julian, der sich ständig irgendwelche Sachen bestellt. Ein Geldautomaten, Getränkeautomaten und sie fängt jetzt an mit Blumen? Nein, nein, keine Sorge, die hat ein junger Herr für die Hanna bestellt. Und ich liefere sie hier nur aus. Die sind schon bezahlt, keine Sorge. Hier, okay. Bitteschön. Danke. Oh, die sind aber schön. Hat Dave vielleicht irgendwas falsch gemacht und möchte sich entschuldigen? Das hat er sonst noch nie gemacht. Dann vielen Dank für die Lieferung. Ich werde sie gleich in eine Vase stellen. Ja, die brauchen ganz viel Wasser, also immer nachgießen, bitte. Wo habe ich denn zwei Vasen? Also ich habe noch nie so viele Blumen geschenkt bekommen. Guten Morgen, Hanna, steh mal auf. Schau mal, was ich hier habe. Oh, schon aufstehen? Noch 5 Minuten, Mama. Hanna, schau doch mal. Blumen? Von wem sind die denn? Hanna, die wurden heute Morgen schon geliefert. Die sind für dich. Für mich? Die Blumen sind für mich? Oh Mann, Dave, unser Jahrestag ist doch erst am Freitag. Ach, zum Jahrestag sind die Blumen? Ein Jahr ist das schon her? Also, als wir Kinder waren, haben wir uns Karten gebastelt oder vielleicht eine bunte Tüte gekauft. Aber solche teuren Blumen verschickt? Ach. Oh Mann, gleich 2 Blumensträuße? Warum denn gleich 2? Die sind aber so schön. Ich werde gleich Dave anrufen. Oh Mann, ist das aufregend. Dave hat mir noch nie Blumen geschickt. Hey Dave, guten Morgen. Ja, ich bin auch noch müde. Vielen Dank für die Blumen. Die Blumen, die heute Morgen angekommen sind. Du hast keine Blumen für mich bestellt? Okay. Ah, die Blumen sind nicht von Dave. Wer schickt mir denn Blumen? Hä, und da hat schon wieder jemand an der Tür geschellt. Oh, guten Tag. Ich habe hier eine Blumenlieferung für Hanna Vogel. Das ist aber nur ein Teil. Der Rest kommt gleich. Der ist noch im Wagen. Noch mehr Blumen für mich? Von wem sind die denn? So, das war's aber. So viele Blumen? Ja, das müsste alles sein. Ist wirklich eine große Lieferung. Habe ich auch noch nicht erlebt. Die Blumen sind von einem jungen Herrn, aber der wollte seinen Namen nicht sagen. Anonym also. Vielleicht ein heimlicher Verehrer? Oh, das gibt es doch nicht. Noch mehr Blumen? Wo sollen wir die denn alle hinstellen? So, die Blumen sind ja schon bezahlt. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Schönen Tag noch. Ja, danke. Tschüss. Mama, ich habe gerade Dave angerufen und der hat gesagt, dass er mir keine Blumen geschickt hat. Wer schickt mir denn so viele Blumen? Die sind nicht von Dave? Also, von wem denn dann? Keine Ahnung, Hanna. Vielleicht hast du ja einen heimlichen Verehrer. Könnte das sein? Heimlicher Verehrer? So wie im Film? Ich wüsste nicht, wer mein heimlicher Verehrer sein sollte. Also, Hanna, du musst jetzt leider zur Schule. Mach dich schnell fertig. Ich bringe die Blumen dann in dein Zimmer. Oh Mann, so viele Blumen. Das sieht ja aus wie beim Floristen hier. Hanna könnte ihren eigenen Laden aufmachen. Boah, wenn die in meinem Zimmer stehen, sehen die noch viel mehr aus. Das ganze Zimmer ist ja voll. Hier habe ich deinen Rucksack gefunden. Der lag unter den Blumen versteckt. Also den musst du auf jeden Fall mitnehmen. Danke, Mama. Oh, wie aufregend, dass ich heute schon so viele Blumen bekommen habe. Naja, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg zur Schule. Und dann denke ich mal ganz scharf nach, wer mir das alles schicken könnte. Was wollen Sie denn hier? Guten Tag, also ich habe hier eine Kuchenlieferung, also Torten. Hier habe ich einmal Erdbeersahne und einmal Schokosahne. Für eine gewisse Hanna Vogel sind Sie das? Ja, ich bin Hanna Vogel. Torten? Jetzt auch noch Torten? Ja, also die sind wirklich ganz, ganz lecker. Ich kann vor allem die Erdbeersahne empfehlen. Oh Gott, Mama, komm mal schnell! Was ist denn los, Hanna? Gibt's etwa noch mehr Blumen? Keine Blumen, aber dafür Torten? Also die sehen ja lecker aus. Sind die etwa auch für dich? Hanna, schau mal hier, da ist eine Notiz unter dem Kuchen. Oh Mann, ich weiß auch nicht, was los ist. Erst die ganzen Blumen, jetzt auch noch Torten? Was steht da drauf, Mama? Lies schnell vor! Also hier steht, für das wunderschönste Mädchen der ganzen Welt, dein E.E. Keine Ahnung, eine Abkürzung. Für wen steht das wohl? Weiß ich nicht. Also Dave, der fängt ja schon mal nicht mit E an. E.E. Wer könnte das sein? Oh, wie unfassbar schön dieses Mädchen ist. Und oh, sie scheint sich sehr zu freuen über diese Blumen. Also da haben sich die 800 Euro auf jeden Fall gelohnt. Oh Mann, Mama, ich muss rausfinden, wer E.E. ist. Das lässt mir keine Ruhe. Hanna, jetzt denk nicht die ganze Zeit an sowas. Du musst jetzt zur Schule und da solltest du wirklich einen freien Kopf haben. Wir klären das später. Oh, hallo, hey, Dave. Guten Morgen. Hey, Dave.
Was ist los, Dave? Ich bin so müde, ne? Oh, ich habe mir gestern noch diese Punch-Show angeschaut. Die war so witzig, ne? Aber ich musste mir die zu Ende anschauen, ne? Aber jetzt bin ich voll müde, hätte ich es lieber doch nicht gemacht. Dave, dann bist du ja sicher total spät ins Bett gegangen. Ja, ja. Also ich bin lieber etwas früher ins Bett gegangen und habe vorm Einschlafen noch ein bisschen gelernt. Wir haben ja die Tage den Erdkundetest. Ja, stimmt. Ich glaube, ich war erst gegen 11 Uhr oder so im Bett. Ich habe diese Punch-Show übrigens auch geguckt. Ja? Ich musste jedes Mal gucken. Bin total süchtig danach. Das ist so lustig. Ja, ist voll cool. Hast du das letztens da gesehen mit dem Surfbrett? Ja, das war richtig heftig. Ich habe die Sendung noch nie gesehen. Nein, wirklich noch gar nicht. Du hast echt was verpasst, Hanna. Aber Hanna, du musst dir die Show auf jeden Fall irgendwann mal angucken, weil da war gestern wieder so ein Clip mit diesem Hund. Pia, hast du das gesehen, wo der eine Hund mit der alten Dame das? Ja. Ja, das war so witzig. Hanna, musst du dir auf jeden Fall mal angucken. Ich habe das auch mit dem Hund gesehen. Hey, morgen, Leute. Hey, Manuel, kann ich dich was fragen? Kann ich vielleicht heute in der ersten Reihe sitzen? Weil meine Eltern wollen, dass ich jetzt die nächsten Tage in der ersten Reihe sitze, damit ich ein bisschen besser aufpasse, weil meine Noten in letzter Zeit nicht so gut waren. Wäre das für dich in Ordnung? Ja, wäre kein Problem. Hey, cool, super, vielen Dank. Oh, kein Problem. Pia, sorry, ich habe dich gar nicht gefragt. Wäre das für dich denn in Ordnung, wenn ich mich neben dich setze? Ja, na klar, setz dich ruhig. Zum Glück ist Manuel nach hinten gegangen, von wegen meiner Eltern. Ich wollte ehrlich gesagt eigentlich nur neben Pia sitzen und das hat jetzt sogar geklappt. Yes. Hey Pia, du, ich wollte dich mal was fragen. Ja? Also, hast du heute nach der Schule schon was vor? Weil, falls nicht, dann könnten wir vielleicht mal was starten. Klar, können wir gerne machen. Okay, cool. Wie wär's, wenn wir einfach auf den Spielplatz gehen? Hm? Gute Idee? Ja, ist echt eine coole Idee. Lass uns auf den Spielplatz gehen, das ist echt super da. Dave, da sind Pia und John. Komm, wir gehen darüber. Ich muss aber erst auf... Ach, ja, gut. Hey, Leute. Wir wollen heute Nachmittag in den Aquapark gehen. Ist ja so gutes Wetter. Kommt ihr mit? Die haben da echt eine richtig tolle Rutsche. Wart ihr da schon mal? Heute in den Aquapark mit Rutsche. Ah, die kenne ich schon. Und ich habe heute leider keine Zeit. Ich bin mit meinen Eltern weg. Und Pia, wie sieht's bei dir denn aus? Hast du vielleicht Lust? Ich kann heute leider auch nicht. Ich gehe nach der Schule zu meiner Oma. Wir wollen zusammen was backen. Vielleicht können wir ja ein anderes Mal zusammen in den Aquapark gehen. Der läuft uns ja nicht weg. Ja, das wäre super. Also ich würde total gerne mit euch zusammen mit der neuen Clique da mal hingehen. Naja gut, Dave, dann gehen wir halt zu zweit, okay? Ja, kein Problem. Solange Julia nicht mitkommt, ist das vollkommen in Ordnung. Oh, ich bin so aufgeregt. Heute ist mein erstes Date mit John. Ich habe mir extra eine neue Kette zugelegt. Ob sie ihm wohl gefallen wird? Ich bin echt nervös. Hey, Pia, hier bin ich. Hi, John. John, du musst bremsen, du fährst... Ja, sorry. Hey, sorry, ich bin ein bisschen spät dran. Mein Fahrrad hat so einen Platten. Ich hoffe, du bist jetzt nicht böse oder so. Kein Problem, das waren doch nur 2 Minuten. Aber erstmal hi, lass dich mal umarmen. Ey, du, John, wollen wir zusammen aufs Klettergerüst gehen? Ja, klar, natürlich. Und Pia, ich wollte eigentlich so... Pia? Hey, warte doch. Komm, ja, ich komme, warte. Hey, warte doch. Los, du bist zu langsam. Puh, also das Klettergerüst war echt anstrengend, oder? Ja, ich bin total erledigt. Wie lange sind wir eigentlich schon hier? Bestimmt 2 Stunden oder so. Die Zeit vergeht wie im Flug. Mhm. Du, Pia, also ich wollte dich das schon eben eigentlich fragen. Ne? Was denn? Also ich mag dich wirklich. Und ich mag dich wirklich. Und da wollte ich dich fragen, so... Ja? So, willst du mit mir gehen vielleicht? Oh, der Aquapark war echt super heute. Auch voll aber Hunger. Voll, ne? Da waren richtig viele Leute heute. Ja, es war richtig voll und ich habe nach dem Schwimmen habe ich immer mega Hunger. Aber lass uns noch ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Ja, klar, wieso nicht? Aber bitte nicht zu lang, okay? Ach, Dave, der Spielplatz ist doch schon hier vorne. Komm, wir gehen als erstes zum Klettergerüst. Dave, halt, warte. Was denn? Siehst du, wer da hinten ist? Ist das Pia und John? Ja, ich will mit dir gehen. Ja, wirklich? Ja. Okay, cool. Wow, die küssen sich ja. Die haben sich doch also verabredet und waren gar nicht mit ihren Eltern oder mit der Oma oder sonst wem verabredet. Ja. Was macht eigentlich Martin da unten die ganze Zeit? Sieht aus, als wenn er was aufbauen würde. Martin, bereitest du etwa für uns beide einen schönen Abend vor mit Getränken und Essen? Ach Martin, ich hab mir das so gewünscht. Nur wir zwei zusammen und wir gucken einen tollen Film, hm? Claudia, hi. Ein Abend zu zweit? Wie jetzt? Du meinst das hier? Ja, ich hab hier ein bisschen was aufgebaut. Ich hab den Tisch aus der Garage auch geholt, aber das ist eigentlich nicht für dich. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Wie, das ist nicht für mich? Eigentlich nicht. Ich hab mich schon so gefreut. Für wen ist denn das dann? Also, Claudia, es tut mir leid. Also, wie soll ich das... Vielleicht beim nächsten Mal. Ich verspreche, nächste Woche, da machen wir einen schönen Abend. Na gut, dann nicht. Nächste Woche.
Und wer kommt jetzt eigentlich zu Besuch? Der Patrick, der wollte vorbeischauen. Patrick? 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 Aber nicht der Patrick, der von früher, oder? Welcher Patrick denn sonst? Also, was ist das für eine Frage? Also, du weißt, den habe ich seit einigen Jahren nicht mehr gesehen, weil er ja ständig auf Geschäftsreisen unterwegs ist. Und ja, heute da hat er mal ein bisschen Zeit wieder. Oh nein, nicht Patrick. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Der ist immer total eingedieselt, alles riecht nach Parfüm, der ist so aufdringlich, redet so komisch. Ich mag den einfach nicht. Hm? Wer bist du denn? Hier ist keine Hochzeit, da hast du dich irgendwie bei der Hausnummer vertan. Sehr, sehr witzig. Du musst die Emma sein, oder? Hier ist ein fremder Mann an der Tür, der weiß, oh nein, wie nein, heiße. Ich bin doch nicht fremd. Martin, Martin Vogel, wohnt hier ein Martin Vogel? Patrick ist da. Hey, Patrick! Patrick, altes Haus! Hier bin ich! Hier! Ach, Mensch, Martin! Komm hier in altes Haus! Sag mal, du bist ja immer noch so schwach wie früher! Haha, das denkst nur du! Ach so, das ist ein Freund von Papa, aber hey, runter von meinem Papa! Was macht ihr denn da? Hallo, Patrick. Willkommen bei uns in der Luxusvilla. Hab dich ja ewig nicht gesehen. Atemberaubend. Claudia, Claudia, Claudia. Was für eine feine Dame. Ja, viel zu lange ist es her, dass ich dich nicht gesehen habe. Patrick? Mua. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Meine Hand musst du nicht küssen und auch keinen Hofknicks machen. Sag mal, wo hast du das denn gelernt, Patrick? Auf deinen Geschäftsreisen oder was? Ach, auf Geschäftsreise hätte er ruhig bleiben können, glaube ich. Also, Martin, das müsstest du doch am besten wissen. Bei solch einer schönen Frau, das muss sein. Und was für ein Parfüm du hast. Stimmt. Schatz, Claudia, hast du ein neues Parfüm? Nein, Martin, mein Parfüm würde man gar nicht riechen hier. Das ganze Haus riecht nach Patrick. Ugh. Können wir jetzt bitte was spielen? Los, komm schon. Emma, heute nicht. Heute geht's nicht. Heute wirklich nicht. Oh, toll. Komm, ist der Besuch da und schon interessiert sich keiner mehr für uns. Hey, Emma, sag mal, ist da jemand? Ich wollte eigentlich fragen, ob wir was spielen hier, aber... Kannst du vergessen. Heute spielen die nicht mit uns. Das ist so ein Erwachsenending. Mama und Papa haben Besuch. Naja, gut. Wir gehen nach oben. Also, ich muss sagen, Martin, es ist echt toll, wieder hier zu sein. Mit dir und natürlich auch mit dir, Claudia. Ich verabschiede mich dann auch. Ich bin dann oben bei den Kindern. Viel Spaß bei eurem Männerabend. Also, Claudia, nein, 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 nein. Wo willst du denn nur hin, Claudia? Also, dieser Abend ist nur halb so schön, wenn du weg bist. Also, du musst dabei sein. Also, ich habe mich so dermaßen auf dich auch gefreut. Also, tut mir leid. Also, bitte. Gut, Patrick. Ich gehe dann erstmal in die Küche. Du, Patrick, kannst du dich noch dran erinnern? Vor 3-4 Jahren, wo wir da einmal unterwegs waren und die Wände angesprüht haben, aber sag das nicht den Kindern. Frau Vogel, kann ich Ihnen helfen? Oh, schleich dich doch nicht so ran. Ach, tut mir leid. Ich bin erschreckt. Ich wollte dein zartes Wesen jetzt hier nicht so erschrecken. Das tut mir sehr, sehr leid, Claudia. Was möchtest du denn? Noch was zu trinken oder essen? Also, Claudia, ich habe das Gefühl, wir haben uns gar nicht richtig begrüßt. Wie wär's mal mit einer Umarmung? Nein! Nicht so nah, ich mag das nicht. Oh, das tut mir leid. Also, das wollte ich nicht. Claudia, also ich bin einfach nur überwältigt wieder von dir. Also, das tut mir wirklich leid. Ich wollte dir jetzt nicht zu nahe treten. Aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, da bin ich so überwältigt. Du bist solch eine tolle Frau. So eine starke Frau. Also, Patrick, vielen Dank für die ganzen Komplimente. Aber geh doch wieder zurück zu Martin. Ich bleib hier in der Küche. Na, ihr beiden Turteltäubchen. Sollte ich Turteltäubchen sagen? Patrick, jetzt komm doch mal. Turteltäubchen? Was glaubst du denn? Also, ich will einfach nur meine Ruhe hier in der Küche. Hey, ja, Claudia, das war auch nur ein Spaß. Also, beruhig dich. Naja, gut. Claudia, ich lass dich dann auch ein bisschen in Ruhe. Wollen wir ins Wohnzimmer, Martin? Ja, los, beeil dich. Und außerdem, was willst du jetzt hier die ganze Zeit in der Küche? Ich habe auch diesen einen Film reingeschmissen, den wir uns immer früher angeschaut haben. Also, Patrick hat sich irgendwie kein Stück verändert. Der ist immer noch der gleiche. Und ich fand ihn früher schon ätzend und heute genauso. Und jetzt ist da auch noch jemand an der Tür. Wer ist das? Es ist so dunkel. Ach, du bist. Du warst doch letztens schon mal hier. Du wolltest doch unser Haus kaufen. Es ist weiterhin nicht zu verkaufen. Ach so, nee, darum geht es heute nicht. Meine Mutter sagte mir, dass mein Vater hier anwesend sei. Ist das wohl richtig, Frau Vogel? Vater? Patrick ist dein Vater? Okay, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, glaube ich. Hey, du, Vater, Mama sagte mir, dass du hier seist. Du, ich wollte mir ein neues Gartenhaus kaufen und sie sagte, du hast wohl die Kreditkarte. Junge, nicht hier. Das klären wir dann zu Hause. Außerdem habe ich doch die goldene Expresskarte zu Hause gelassen. Ach, du bist so ein Amateur. Martin, das ist mein Sohn. Ich glaube, den hast du noch gar nicht kennengelernt, oder? Wobei, nee, doch, ich kenne ihn doch. Also zumindest, da war er noch ein kleines Baby. Ja, du bist ja ganz schön groß geworden. Und der Anzug, nicht schlecht.
Aber vielleicht solltest du kurz dann noch nach oben. Ich habe auch einen Sohn, den solltest du mal kennenlernen. Ach, Sie meinen wohl den Julian Vogel. Ja, den habe ich kennengelernt. Ach, wirklich? Wo denn? Naja, gut, ich zeig dir mal sein Zimmer. Hey Claudia, ich bin's wieder, der Patrick. Oh, jetzt hast du dich schon wieder so rangeschlichen. Tut mir leid. Lass doch mal. Tut mir leid, meine... tut mir leid, das wollte ich nicht sagen. Wobei, natürlich, du bist sehr, sehr hübsch, deswegen... Also meine Hübsche bist du natürlich nicht, aber du bist sehr, sehr hübsch. Das weißt du natürlich. Oh, Patrick, deine ganzen Komplimente ständig, das hängt mir wirklich zum Hals aber raus. Aber wieso? Denn du bist doch... so schleimig und arrogant. Was? Okay, Aufnahme und jetzt... Hey Leute, ich bin's Julian Vogel und... Julian, leg doch bitte jetzt das Tablet irgendwie an die Seite. Ich hab hier jemanden, den du vielleicht kennst. Oh, Papa, das ist doch nicht dein Ernst. Du willst doch jetzt nicht wirklich das Haus verkaufen, oder? Erik, nein, dieses Haus ist unverkäuflich. Ach, Julian, ich hab mich schon damit abgefunden, dass dieses Haus hier unverkäuflich ist. Ich möchte es auch nicht mehr haben. Das Objekt interessiert mich nicht mehr. Nein, mein Vater ist hier zu Besuch. Anscheinend kennen sich unsere Väter. Was? Wie bitte? Das heißt doch jetzt nicht, dass du hier öfters bist, oder? Oh nee, dann kommt auch Nils noch öfters hier vorbei. Nee! Also, Claudia, das tut mir jetzt wirklich leid. Also, das war nicht meine Absicht. Du bist so eine tolle Frau. Ach, Patrick, jetzt reicht's aber langsam. Patrick, Mensch, du bist ja immer noch hier in der Küche. Ja, Martin, aber wir sollten jetzt lieber ins Wohnzimmer. Ach, dieser Patrick, also der braucht kein weiteres Mal hier bei uns zu Besuch zu kommen. Furchtbar einfach, dieser Mann. Ach, Pia, ich wollte gar nicht zurück aus dem Urlaub. Es war so toll. Ich bin echt froh, dass du wieder zurück bist. Ich habe ganz viel nachgedacht, als du nicht da warst. Ich habe so viel an Mr. Handsome gedacht. Aber jetzt ist er verheiratet. Ich glaube, ich sollte ihn irgendwie aus dem Kopf schlagen. Ja, Pia, das glaube ich auch. Du musst langsam aufhören, immer an Mr. Handsome zu denken. Es gibt so viele nette Jungs auf der Welt. Komm, lass uns einfach mal einen Film schauen. Dann kommst du auf andere Gedanken. Guck mal, den Film finde ich gut. Wollen wir den gucken? Klar. Hanna, wie wär's denn, wenn wir unsere Eltern fragen, ob ich bei dir schlafen kann? Das haben wir schon länger nicht mehr gemacht und es sind doch Ferien. Pyjama-Party, ja. Ich lauf schnell runter und hol das Telefon und ich frag auch Mama, dann können wir deine Mutter anrufen. Mama, wo bist du? Papa? Claudia, also nachdem ihr in Kreta wart, wollten wir einfach mal schauen, ob's euch noch gut geht. Klar geht's uns gut, warum denn nicht? So ein schreckliches Urlaubsziel. Was? Also, naja, Claudia, Hauptsache, dir geht's gut. Bei uns in Play New York war es auch ganz, ganz toll. Ja, sehe ich, aber ein neues Outfit hast du auch, oder? Oh, Claudia, jetzt sag bloß, du weißt wieder nicht, von welchem Designer das ist. Nein. Oh, Tante Claudia, das weiß doch jedes Kind, dass das aus der neuen Karl Lagerfeld-Kollektion ist. Also bitte. Oh, Claudia, nein. Also, den Namen habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, ich kenne mich mit Klamotten nicht aus. Wir hatten auf jeden Fall einen tollen Urlaub und ihr anscheinend auch. Mama, ich wollte fragen, ob Pia hier übernachten kann. Nils, Maren, hi, was macht ihr denn hier? Ich sehe schon, Hanna, dir geht's ja auch noch gut nach diesem schrecklichen Urlaub auf Play Kreta, oh mein Gott. Was soll das heißen? Play Kreta war richtig toll. Wir hatten einen ganz tollen Urlaub. Wo ist denn unser Telefon? Mama, wir wollen Pias Mutter anrufen und fragen, ob sie hier übernachten kann. Also das Telefon, das müsste eigentlich im Wohnzimmer liegen. Schau mal da. Oh Mann, wer lässt denn das Telefon hier liegen? Vielleicht war ich das vorhin. Hanna, und? Was hat deine Mutter gesagt? Darf ich jetzt hier schlafen? Ach, hallo Pia. Also, du darfst auf jeden Fall hier übernachten, wie immer. Ich habe gar nichts dagegen. Oh, ich sehe, ihr habt hier einen Gast. Ach, da eine junge Dame. Ich bin Nils Schnösel und ich besitze ein Einkaufszentrum, ja? Hi, ich bin Pia. Ich meine, dich auch schon mal irgendwo gesehen zu haben. So, Pia, komm schnell wieder hoch. Ich habe das Telefon, komm. Ja, dann viel Spaß beim Spielen. Und wenn ihr jetzt Pias Mama anruft, dann schöne Grüße ausrichten. Machen nicht vergessen. Wir. Auf was wartest du denn, Pia? Komm schon, wir müssen wieder hoch. Wir wollen noch diesen Film gucken. Ich komme. Ein ausgesprochen geschmacksvoller Klamottenstil, den sie da hat. Also diese Pia, die ist ja ganz anders. Nils, also du weißt ganz genau, dass das keine Markenklamotten waren. Also dieses Mädchen, das ist absolut nichts für dich. Also da brauchst du gar nicht so hinterher gucken. Lass sie doch einfach. Tschüss, Pia. Mach's gut. Tschüss, Nils. Hanna, ich weiß gar nicht, was du hast. Dein Cousin ist doch total nett. Du Mutter, also ich hätte da eine Idee. Und du sagst ja immer, man soll sich um die Familie kümmern. Und ich würde, glaube ich, jetzt ganz gerne mit dem Julian spielen. Auch wenn ich es nur muss, also. Tante Claudia, ich möchte was ganz denn? Gerne mit dem Julian spielen. Wo finde ich den denn? Mit Julian? Ja. Okay. Also, wenn Julian und Nils zusammenspielen, das geht nie gut. Aber Julian, der ist oben. Also, wenn du möchtest, Nils, dann kannst du einfach nach oben gehen. Julian freut sich vielleicht auch darüber. Alles klar, vielen Dank, Tante Claudia. Mutter, du kannst mich dann irgendwann später abholen. Die im Einkaufszentrum wissen schon alle Bescheid.
Ja, gut. Also, Maren, was wollen wir denn machen? Wollen wir vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken oder so? Also, bitte, Claudia, keine Zeit. Und einen Kaffee, also, deinen Kaffee möchte ich wirklich nicht trinken. Der schmeckt doch nie. Okay, also, das war ja wirklich eine Aktion. Nett und freundlich ist das nicht gewesen. Ich finde meinen Kaffee lecker. Dann rufe ich am besten mal meine Mutter an. Ich hoffe, sie sagt ja. Hoffe ich auch. Pyjama-Party. Mama? Ja, hier ist Pia. Hast du wahrscheinlich schon auf der Anzeige gesehen, dass ich von den Vogels anrufe. Kann ich heute bei Hanna schlafen? Ach, super, Mama. Ist sie ja. Ja, danke. Pia. Bis morgen dann. So schön. Na gut, aber das wäre jetzt zu auffällig, wenn ich in dieses Zimmer marschiere. Ich sollte ja zu meinem Pflichtbesuch zu Julian. Oh Gott, darauf habe ich ja gar keine Lust. Was? Was ist das denn für ein Mod bei Minecraft? Nein, niemals. Das geht doch nicht. Hallo, guten Tag, Julian. Ich wollte dich mal besuchen. Ich bin's, dein Cousin Nils Schnösel. Oh, Nils, was willst du jetzt schon wieder in meinem Zimmer? Ja, ich habe immer noch die Klamotten von letztens an. Also nerv mich jetzt bitte nicht. Aber warte, warte, weißt du, was ich dir erzählen kann? Wir waren ja im Urlaub, na, auf Play Kreta. Und da bin ich mit Delfin geschwommen. Ach, Julian, das nennst du jetzt besonders, also auf Play Miami, also in Play Miami, da bin ich so oft schon mit Delfin geschwommen und auch mit Haien sogar. Bist du das? Nein, ich glaube eher nicht. Und dann gab's doch so einen Ostereierwettbewerb bei uns im Hotel und den haben wir gewonnen mit Hanna und Emma zusammen. Das war so cool. Oh, klasse. Applaus, Julian, Applaus. Gab's da denn einen lebensgroßen Osterhasen zu gewinnen oder so? Wahrscheinlich nicht. Das gab's nur in Play New York bei uns im Hotel. Nee, den gab's... Oh, ja, super, Nils. Ja, toll, toll. Du hast wieder einen viel, viel besseren Urlaub. War ja klar. Du musst immer so angeben. Naja, Julian, ich komm dann gleich wieder. Ich muss, glaube ich, kurz ins Badezimmer. Ja, ihr habt doch hier ein Badezimmer, oder? Klasse, dass das klappt mit dem Übernachten. Wollen wir da als erstes den Film gucken? Soll ich starten? Ja, mach mal an. Und Hanna, eine Frage habe ich noch. Dein Cousin, dieser Nils, ne, ist das der mit dem Einkaufszentrum? Oh ja, das ist der Angeber, der mit dem Einkaufszentrum. Angeber? Fand ich gar nicht. Ich fand ihn echt nett. Der hat gesagt, ich habe coole Klamotten oder so. Hallo, darf ich kurz stören? Also ich wollte die Dame hier natürlich jetzt nicht irgendwie stören bei irgendetwas, aber ich wollte einfach nur mal gucken, ob bei euch alles in Ordnung ist. Pia, ist alles gut bei dir? Oh, Nils, was machst du in meinem Zimmer? Raus hier! Wir spielen hier! Du brauchst nicht mitspielen! Also mir geht's gut. Ist ja klar, dass meine Cousine Hanna wieder total unhöflich Nils, ist. Nils, raus hier! Ich bin Nils Schnösel, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ich besitze ein Einkaufszentrum, habe ich da schon gesagt? Cool! Also ich habe ziemlich viel Geld und wenn du möchtest, können wir auch bei mir im Einkaufszentrum Eis essen gehen. Nur wir beide, hä? Das klingt super. Toll, ne? Pia, bist du verrückt geworden? Lass dich doch nicht auf sowas ein. Das ist Nils Schnösel. Hanna, warum regst du dich so auf? Ich meine, das ist doch cool, ein Eis Hallo, essen zu Pia, gehen und dann noch Nils umsonst. Schnösel. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich würde dir dann meine Limousine schicken mit meinem Chauffeur. Der würde dich dann abholen und da kannst du dann auch schon gerne ein bisschen was essen und was trinken in der Limousine. Ich bereite alles vor und dann treffen wir uns in der Eisdiele. Oh, Julius, hast du das gesehen? Das kann ich auch, das kann ich auch. So ein Haus, das habe ich letztens auch gebaut bei ja, Minecraft. Voll cool, ich weiß gar nicht, wie das geht. Du, Julian, hast du eigentlich schon mal so ein Lava-Haus gebaut? Oh, nein, das habe ich letztens gesehen, so ein Lava-Haus und ein Wasserhaus. Aber oh, cool. Ich weiß gar nicht, wie man das ganz gut macht, naja. Ach, Julian, du hast den Laptop. Ja, ist das ein Problem? Nein, du hast ja heute Besuch. Dann gehe ich eben zu Emma. Okay, danke. Hey, Hanna, du hast gar nicht richtig Hallo gesagt. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, ja, alles klar bei mir. Danke. Du hast auch wirklich tolle Klamotten Julius, was an ist denn heute. Mit dir los, bitte? Also, das steht dir wirklich gut. Das habe ich doch jeden Tag an. Naja, ich bin dann mit Emma spielen. Bis später. Dann viel Spaß mit Emma und mach's gut. Bis später dann. Tschüss. Ey, Julius, sag mal, was ist mit dir denn auf einmal was los? Denn? Warum grüßt du meine Schwester und warum stehst du extra dafür auf? Also, warum nicht? Ich wollte nur freundlich sein. Das ist aber irgendwie komisch, sonst stehst du aber nie auf. Also letztens, wo meine Mama reingekommen ist, da bist du nicht aufgestanden. Na egal, setz dich jetzt wieder. Guck mal, ich habe dieses Video gefunden, wo einer so ein Lavahaus macht. Schau dir das mal lieber an, anstatt hier ja, aufzustehen und irgendjemand zu grüßen. Oh Mann, Hanna ist echt ein klasse Mädchen. Ich finde die richtig toll, die sieht auch total hübsch aus. Oh Mann, Julius, du guckst gar nicht richtig. Schau doch mal. Oh Mann. Drück du mal ganz kurz auf Stopp. Ich muss kurz auf Toilette. Ich komme gleich wieder. Ja, gut, okay. Beeil dich aber. In einer Minute geht's weiter. Ja. So, jetzt, wo wir hier drei zusammengekommen sind, können wir ja eine kleine Teeparty feiern. Hoffentlich gibt's auch Kekse dazu. Hab ich nicht vorbereitet. Hallo, ihr beiden. Na, was macht ihr denn so? Ach, wir spielen mit Puppen. Du, Hanna, kann ich dich mal was fragen? So unter vier Augen? Ja, natürlich. Was ist denn? Och, Hanna, jetzt... Kannst du das doch nicht einfach unterbrechen? Die Teeparty startet doch. Komm sofort wieder, Emma. Oh, na gut, Mann. Was ist denn los, Julius? Hat Julian dich geärgert? Das macht er immer. Nein. Mach dir nichts draus. Alles gut, nee. Ich wollte dich eigentlich was fragen und was zwar... Was denn?
Ich mag so ein Mädchen, aber ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen soll. Wie mache ich das denn am besten? Sag ihr doch einfach, dass du sie magst. Okay, also ich mag dich. Ja, genau so. Gut gemacht, Julius. Du kannst ihr vielleicht auch noch ein Kompliment machen. Ja, also ich mag dich und du hast wunderschöne Haare, wie ein Engel. Ja, du machst das doch gut. Das war doch nicht das erste Mal, dass du das gesagt hast, oder? Doch, ich weiß nicht. Ja, und dann kannst du ja gucken, wie sie reagiert. Und wenn sie positiv reagiert, dann kannst du den nächsten Schritt machen. Oh, okay. Julius, was machst du da? Julius, was machst du da? Ich bin doch vergeben. Warum küsst du mich? Was? Du bist vergeben? Du hast schon einen Freund? Ich wusste das nicht, aber ich habe dich geküsst, weil du gesagt hast, ich kann auch den nächsten Schritt machen. Du hast mich doch gelobt, dass ich das gut mache und so. Oh, Julius, ich wusste doch nicht, dass du mich meinst. Ich dachte, du meinst irgendein Mädchen. Ich wollte dir nur Tipps geben. Oh Mann, wie soll ich das bloß Dave erklären? Mein Herz gehört ihm. Was ist denn hier los, Hannah? Wie wollen wir das Julius spielen? Hat mich geküsst. Nein, doch nicht. Was? Julius hat Hannah geküsst? Julian, das musst du unbedingt hören. Los, Julian! Was ist denn los? Außerdem, Julius, es ist schon 2 Minuten her, dass du weg bist. Also, ich habe schon angefangen, wieder zu gucken. Julius hat Hannah geküsst. Er hat Hannah geküsst. Ja, ja, hat er. Julius, hat dich dazu jemand gezwungen oder was? Oh Mann, aber Julius, du lebst ja noch. Du bist ja gar nicht tot umgefallen. Ich finde das gar nicht so witzig. Das muss auch nicht direkt Julian erfahren. Tut mir leid. Entschuldigung. Ich mag dich einfach, Hannah, und das solltest du wissen. Und vielleicht, wenn du keinen Freund mehr hast, dann aber Julius, du bist doch viel zu jung für mich. Ich finde dich auch nett, aber du bist so alt wie mein kleiner Bruder. Oh Mann, ich muss das Dave erklären. Wie soll ich's bloß Dave sagen? Oh, Julian, immer willst du alles alleine machen. Ja, lass uns doch auch mal mitspielen. Lass uns mitspielen. Ja, ihr könnt doch auch mitspielen. Ihr müsst mir nur den Ball abnehmen. Also, falls ihr Fußball spielen könnt, aber ich glaube, ihr könnt alle nicht gut Fußball spielen. Deswegen, also, ihr müsst mir nur den Ball abnehmen, mehr nicht. Das ist gar kein Problem. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, das will ich mal sehen. Komm, dann nimm mir doch den Ball ab, wenn du das schaffst, Mia. Ach, Mia, du wirst den Ball sowieso nicht bekommen. Ich könnte jetzt sogar meine Augen zumachen und du wirst den Ball immer noch nicht bekommen. Pass ab, Julian. Ach, guck mal. Was? Wie hast du den Ball so schnell bekommen? Hey, gib ihn mir zurück, los. Nein, du musst ihn dir holen. Hey, Mia, hier, spiel den Ball zu mir. Okay. Sag mal, Mia, wie hast du das geschafft? Also, wie kannst du so gut Fußball spielen? Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe geübt. Hä? Und ich spiele seit schon einem Jahr im Fußballverein. Was? Wie hast du mir das denn nie erzählt? Du hast nie danach gefragt. Stimmt, da hast du recht. Naja, mir egal. Ich bleib jetzt hier in der Turnhalle. Ihr könnt ruhig Fußball spielen. Ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr. Naja. Julian, bist du jetzt irgendwie eingeschnappt? Nur weil ich auch Fußball spielen kann? Hä? Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe jetzt einfach keine Lust, Fußball zu spielen. Ich möchte jetzt einfach hier in der Turnhalle ein bisschen tun und so. Was ist denn mit dir los, Mia? Komm, Mia, wollen wir nicht draußen weiter Fußball spielen? In Ordnung. Julian, willst du nicht auch mitkommen nach draußen? Da können wir irgendwas anderes spielen. Vielleicht irgendwie aufs Klettergerüst oder so. Oder bist du jetzt sauer? Nein, Mia, wirklich nicht. Ich bin nicht sauer. Ich fand es nur überraschend, dass du auf einmal so gut Fußball spielen kannst. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bleib aber hier in der Turnhalle. Ich will ein bisschen turnen. Ah, oh, toll. Turnen. Da bin ich sofort dabei. Ihr könnt ja nachkommen. Ja, na gut. Bis später dann. Okay. Julian, kannst du schon die Schraube? Die Schraube? Nee, eigentlich noch nicht. Wollen wir das üben vielleicht? Vielleicht kannst du mir das ja beibringen. Ja, oder gerne. Ich versuche es jetzt erstmal. Ich versuche es erstmal selber. So, ich glaube, ich muss erst so nach oben und dann. Ja, Julian, so, das sieht so ungefähr so erstmal nach oben. Du bist super geworden. So, okay, ich glaube, ich habe genügend Anschwung. So, jetzt versuche ich's mal. Julian, vorsichtig, nicht so hoch. Wo, ich habe keine Kontrolle mehr, Kira, pass auf! Wow! Kira, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ich hab mich nur erschrocken. Kira, tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht. Also, ich wollte eigentlich nach vorne springen und so. Hä? Komisch. So riecht doch gar nicht. Das ist ja ein schöner Duft. Oh, bist du das, Kira? Oh, das riecht ja toll. Ich habe ein ganz komisches Gefühl auf einmal im Bauch. Das ist ja wie Schmetterlinge. Oh, du duftest ja richtig gut. Oh, danke, Julian. Ich habe einfach das Parfüm von meiner Mama benutzt. Eigentlich darf ich das nicht, aber ich finde den Duft auch so toll. Oh Mann, das ist ja echt komisch. Ich habe irgendwie auf einmal ein ganz, ganz komisches Gefühl im Bauch. Das ist ja so wie, als wenn so Fliegen oder Schmetterlinge im Bauch sind. Das ist irgendwie ganz komisch. Komm, kann's weitergehen? Ja, ich komme. Oh Mann, eigentlich hatte ich... Was hat das zu bedeuten? Komm, weg da. Ich zeig dir jetzt die Schraube nochmal. Okay. Also, festhalten und dann... Okay, sei aber vorsichtig, sei bitte vorsichtig.
Oh, bin ich das? Warum rede ich denn so vorsichtig normalerweise? Mach nur, Kira! So, und dann jetzt erst drehen. Oh Mann, dieses komische Gefühl im Bauch geht ja gar nicht mehr weg. Was ist das nur? Und dann springst du ab. Tada! So einfach geht eine einfache Schraube, Julian. Das schaffst du auch. Okay. Komm, Julian, versuch es nochmal. Oh, das ist ja jetzt ganz komisch. Die Hand fühlt sich ja richtig weich an. Oh, das ist ja komisch, das ist aber irgendwie ein schönes Gefühl. Oh Mann, und wie soll ich das mir erklären? Und, ach nö, hat das einfach das zu bedeuten? Davor hatte mich Hannah mal gewarnt, also sie hat mir das mal erzählt. Okay, ich versuch's jetzt mal. Oh Mann. Gut, und, Julian. Das ist gar nicht so ein Gefühl wie bei dem Fahrrad. Das ist jetzt ein ganz anderes Gefühl. Super, ich glaube, jetzt schaffst du's, Julian. Oh Mann, das ist gar nicht das Gefühl vom Fahrrad, das ist jetzt ein ganz anderes. Aber das ist auch schön irgendwie, aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Irgendwie fühlt sich das ganz, ganz komisch an. Als hätte ich vielleicht auch was Falsches gegessen oder so, keine Ahnung. Und, wie war das? War der Absprung sauber? Ja, das war echt richtig toll. Komm, lass dich drücken, herzlichen Glückwunsch. Mann, jetzt will mich sogar Kira umarmen. Och. Hey ihr beiden, wo bleibt ihr denn? Wir warten schon die ganze Zeit auf euch. Oh, hey, Mia, wir machen gar nichts. Was sollen wir da machen? Wir üben hier nur Touren, sonst gar nichts. Also wir machen gar nichts, wir umarmen uns auch nicht oder so. Oder halten Händchen, gar nichts. Also wir haben gar nichts gemacht, Mia, gar nichts, wirklich nicht. Wieso? Was ist denn los? Was stimmt mit dir nicht? Ja, Julian, was meinst du mit umarmen und Händchen halten? Wir haben doch nur geübt. Du verhältst dich total komisch. Oh Mann, ich glaube, ich muss das den beiden irgendwie erklären. Aber oh, Mia wird extrem traurig sein und ich weiß noch nicht, ob Kira sich freuen wird. Okay, ich zieh's jetzt durch. Kira, Mia, ich muss mal mit euch beiden reden, mit euch beiden, bitte. Was ist denn mit Julian los? Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Ja, sag also schon. Mia, ich mag dich ja wirklich, ne? Also wir sind ja auch echt gute Freunde und alles und ich mag dich wirklich ja, wir echt, sind auch ne? Zusammen. Ja. Was willst du mir denn jetzt sagen? Ich weiß nicht. Findest du das Fahrrad doch besser als mich? Du hast doch in das Fahrrad verliebt. Nein, also ich bin nicht in das Fahrrad verliebt. Ja, doch schon ein bisschen, aber auch ein bisschen anders. Ich bin verliebt, aber nicht... Jetzt raus nicht, mit der Sprache. Wie soll ich das nur sagen? Ich habe so ein komisches Kribbeln im Bauch, seitdem wir jetzt hier in der Turnhalle sind mit Kira. Und ich weiß nicht, was das heißen soll. Vielleicht... Oh, und jetzt ist das... Die Schmetterlinge im Bauch werden ja immer mehr. Oh. Julian! Alarm! Ich hab voll die Blähung! Ich hatte anscheinend voll die Bauchschmerzen! Das ist ja so ekelig! Mir wird schon ganz komisch! Der Geruch ist viel zu heftig! Kira, was ist denn los? Ich muss mich hinlegen! Ja, ich hatte gestern Abend einen Döner, deswegen mit viel Knoblauch, Julian, das kann sein! Das ist alles nur deine Schuld! Tut mir leid! Oh Mann, also waren das nur meine Blähungen? Super, okay, also ich bin gar nicht verliebt. Er hätte mich auch gewundert, wenn ich jetzt verliebt wäre oder so, außer in das Fahrrad. Und das wäre gegenüber mir natürlich echt fies gewesen. Oh Julian, es stinkt total ja, eklig. Tut mir halt leid. Fenster aufmachen und auch Brigitte holen, damit sie sich hier um Kira kümmert. Los Julian, komm mit. Wir halten Händchen, du nimmst mich an der Hand, okay? Oh, ich habe jetzt schon wieder so ein komisches Gefühl im Bauch. Aber das Händchen halten ist ganz schön. Die hat ja auch ganz weiche Hände. Aber irgendwie muss ich nicht mehr pupsen. Hä, was heißt das wohl?